Willkommen zurück bei talradler.de. Heute stehe ich hier auf der Glückaufstraße zwischen Wuppertal und Niederspruckhövel. Und wie man hier hinter mir sehen kann, die Straße ist gesperrt. Das liegt an den Bauarbeiten für eine Umgehungsstraße. Und dieser Zustand soll auch voraussichtlich bis März nächsten Jahres andauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert und wir gucken mal, wie die aussieht. Der Beginn der Umleitung ist gut ausgeschildert. Von der Trasse aus geht es nun auf einer Nebenstraße bergauf. Nachdem wir den höchsten Punkt der Umfahrung erreicht haben, geht es wieder bergab in Richtung Wohngebiet. Wir folgen der Hombergstraße in Richtung Niederspruckhövel. An der Ampel biegen wir in die Wuppertaler Straße ab. Hierbei handelt es sich um eine Hauptstraße, die durch den Ortskern von Niederspruckhövel führt. Hinter dem Kreisverkehr endet die Umleitung. Ab hier kann die Trasse wieder genutzt werden. Das war ein erster Eindruck von der Umleitung hier auf der Glückauftrasse. Unterm Strich würde ich sagen, wenn man es positiv sehen will, es ist zumindest asphaltiert. Ansonsten verschenkt man hier natürlich eine ganze Menge Höhenmeter. Es geht einmal ordentlich hoch, dann wieder runter. Und das ist ziemlich schade, weil eigentlich bisher die Glückauftrasse ein relativ ebener Weg war in Richtung Ruhrgebiet. Mal gucken, wie sich das in den nächsten mindestens 14 Monaten, so gestaltet. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Meidet ihr jetzt die Strecke? Findet ihr es okay? Lasst mir einfach ein paar Kommentare da und ich sage dann bis zum nächsten Mal.